wird es wahrscheinlich so nicht richtig funktionieren. Leider. Ich hatte mir da eigentlich mehr erhofft von. Man sieht vielleicht die Enttäuschung etwas in meinem Gesicht. Ja, normalerweise habe ich im Creative das Ding vollgeknackt mit allen Kristallen. Ich weiß gar nicht, ob man die hier überhaupt findet. Ja. Also die ganzen Powerkristalle habe ich hier rein. Das Lustige ist, man kann die nicht... Ich kann die leider nicht ins Inventar legen. Da ich diesen Creative-Modus ausgeschaltet habe, ist ja sonst langweilig, bei einer Survival-Map Creative anzuhaben. Ja, genau. So, jetzt ist aber trotzdem mein Ziel, irgendwie ein bisschen rascher da vorwärts zu kommen. Das heißt... Es kommen... mal 4 solche Hackis her und dann geht's rund im Keller. Ich mache jetzt noch die Stein, die 2 Eisen weg und dann kommen die Diamanten dran. Weil sonst dauert das ja ewig, bis ich durch diese blöde Wände, durch diese blöden Wände durch bin. Jetzt habe ich es geschafft. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Das ist jetzt irgendwie voll doof so. Nee. Den Gang muss ich nehmen. Aber es freut mich zumindest schon mal, noch so ein Kristall gefunden zu haben. Das heißt, hier gibt's hier unten gibt es noch mehrere. Und vielleicht erscheint noch so einer. Weiter in die Richtung buddeln. Oder zumindest das Eisen, da können wir dann da weitermachen. Minecraft hat mir ja grundsätzlich immer sehr viel mehr Baustellen, als man eigentlich haben möchte. So wie das aussieht, ja, genau. Also heute habe ich irgendwie einen Sprachfehler. Das tut mir echt leid. So wie das aussieht, können wir dann, glaube ich, eher mit der Hühnerfarm weitermachen. Nun muss ich mich dann noch informieren, was ich zu einem Redstone-Motor brauche, der ja benötigt wird, und ein paar Rohre noch. Die dann die Items zumindest zu einer Kiste weiter transportieren. So, das mobs mal noch da raus. Das holen wir uns auch noch, wenn das geht. Zack. Ah, da hinten war noch was. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also Kohle sollten wir definitiv genug haben. Daran soll es nicht scheitern. Oder mangeln, wie auch immer. So, dann knacken wir den Mist hier wieder zu. Da haben wir wieder Redstone und wieder Eisen. Wunderbar. Halt. Das müssen wir damit abbauen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Irgendwas hat hier noch geleuchtet. Wunderbar. Das mit dem Eisen läuft gerade irgendwie ziemlich gut. Genauso das mit den Diamanten. Das hatte ich auch irgendwie in den letzten Folgen vermisst. Da ich ja doch auf einer Ebene gebuddelt habe, die dann trotzdem irgendwie ein bisschen diamantreicher hätte sein können, sollen, wie auch immer. Ah, da fällt ein Block Kies runter und was ist da drunter? Natürlich Diamanten. Ja, wie gesagt, also es läuft irgendwie ziemlich geil mit den Diamanten. Es läuft echt geil. Anders kann ich es nicht sagen.
Also, Spitze ist schon fast irgendwie so ein bisschen untertrieben. Da scheint doch noch ordentlich Kies dahinter zu stecken. Oh Mann, das ist echt kieslastig hier. Okay, ich brauch glaube ich noch eine Reihe. Komm, ernsthaft? Noch mehr von dem Scheiß. So, das heißt, die wandert nach vorne, dann die hier hin und dann heißt's... Oh, schon ein Zombie. Wobei die eine irgendwie... Ach nee, die sind noch nicht angefangen, das ist nur ein roter Stiel. Ups. Ja, also, wie gesagt, das mit den Diamanten läuft echt gut. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man dann so ein paar Maschinen hat und ein bisschen Strom produziert, kann man auch... Uah, Lava, geh weg! Kann man dann auch... industrielle Diamanten herstellen. Und ja, dann braucht man eigentlich nicht mehr suchen gehen. Uah. Was ist so eine Macke, Alter? Dick. Scheiße, ich hab keine Pfeile mehr. Alter, ich hab das ausgeleuchtet. Hier darf normalerweise gar nichts rumgurken. Würde mich doch verarschen. Also wirklich. So, dann würde ich sagen, wo nehmen wir denn dann Anlauf? Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, das haben wir 6, weil 2 links und rechts sind noch frei. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann einer frei, dann noch einer frei. Das heißt dann hier in die... Hier in die Wand rein. Holt. Zack, zack, zack. Och, ernsthaft. Immerzu geht was kaputt, ey. Scheiße. Und da kommt gleich wieder eine Lade runter. Super. Das war dann aber auch die letzte. Ja. Ich hab mich nicht verguckt. Ist ein bisschen dunkel da oben gewesen. Lichtlein wäre nicht schlecht. Und dann bin ich gespannt, was uns in dem Gang so erwartet. Also ursprünglich möchte ich dann irgendwann doch mal eine etwas größere Halle hier draus machen. Also es kann aber auch noch eine Weile dauern, bis ich mal eine vernünftige Art habe, das hier etwas schneller abbauen zu können. Da gibt es ja so diverse Maschinchen und Items, womit man das sehr viel beschleunigen kann.
Bahn lässt man natürlich nicht liegen, ne? Das ist auch immer gut für Atombomben basteln. Die kann man hier übrigens auch bauen. Ja. Kann damit die halbe Minecraft-Welt in Schutt und Asche legen. Wenn man genug davon hat zumindest. So. Lang hat's ja nicht durchgehalten, diese blöde Hacke. Der Gang ist mal wieder irgendwie ressourcenarm, habe ich das Gefühl. Das ist auch schon irgendwie mäßig toll. Wenn man bedenkt, was in den anderen Gängen so abgegangen ist. Tonweise Diamanten. Und ich sehe da auch schon wieder Diamanten. Nein, das ist leider nur 10. Schade. Also wenn die jetzt noch kaputt geht, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hoch. Und ich baue dann erstmal die Hühnerfarm weiter. Weil ich auch gemerkt habe, dass irgendwas meine Hühner draußen vor meiner Hütte frisst. Oh, da! Diamanten! Geht doch, warum nicht gleich so? Jetzt pass auf, Lavastrom drüber, zack, tot. Eisen, ganz viel Eisen. Hier höre ich hier Skelette. Weiter. Ratzdone, yeah. So, eine Funzel. Ich höre schon wieder Lava. Also es wird nicht mehr lange dauern, dann kommen wir schon gar nicht mehr weiter. Vielleicht buddel ich auch irgendwie zu tief, weil es ja wirklich kurz vorm Endgestein ist und da werden die Ressourcen, glaube ich, soweit ich weiß, wieder etwas rar gestreut. Das dachte ich, das ist eine Höhle oder sowas, aber... Lava scheint doch irgendwie neben uns oder so zu sein, weil hier kommt irgendwie nichts. Ja, man sollte halt auch irgendwie, ne, nicht die Fackel hauen, sondern den Stein. Hey, und wieder Erde. Oh, da ist wieder eine Höhle. Zumindest kann ich einen Zombie verhören. Oh, ei, ei, ja, wo ist es denn? Da ist es doch. Ei, Karamba. Karamba sollte es eigentlich heißen, aber egal. Gut, die Lava ist...